Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder ein All-in-One-Gericht und zwar Hackbällchen in Curry-Sahne-Soße mit Reis. Ja, und das Besondere an den Hackbällchen ist, dass sie mit Mandeln gemacht werden. Hatte ich so auch noch nicht, bin ich sehr gespannt. Und da legen wir direkt los. Dafür brauchen wir 500 Gramm Hackfleisch gemischt. Ich habe es jetzt hier schon einmal vorbereitet, denn für das Hackfleisch brauchen wir eine Zwiebel, einen halben Teelöffel Pfeffer, einen Teelöffel Salz, ein Brötchen vom Vortag aufgeweicht in Wasser. Wenn ihr kein Brötchen habt, könnt ihr auch ein Toastbrot nehmen. Ein Ei mittlerer Größe und ein Teelöffel Senf. Dann brauchen wir 50 Gramm gehackte Mandeln, 40 Gramm Butter, 200 Gramm Sahne, 40 Gramm Mehl, eine Prise Knoblauch, eine Prise Kreuzkümmel, ein Spritzer Zitronensaft, ein Teelöffel Gemüsebrühpulver, 2 Teelöffel Curry, ungefähr 1 Liter Wasser, eine Handvoll Petersilie, ein Beutel Reis oder 150 Gramm losen Reis. So, als allererstes bereitet ihr euer Hackfleisch so weit zu, wie ich es eben gesagt habe. Dann kommt das in den Mixtopf. Dann kommt eine Prise Kreuzkümmel dazu. Und dann wiegt ihr direkt über die Waage die 50 Gramm Mandeln ein. Dann kommt der Deckel drauf und dann lasst ihr das einmal über die Teigfunktion, also das heißt kneten, um genau zu sein, 45 Sekunden, Stufe 4, das ist aber automatisch schon eingespeichert. Und dann lasst ihr das einmal durchlaufen. Nach den 45 Sekunden sieht das so aus, also so sollte es zumindest aussehen, das ist schon mal sehr gut. Jetzt formt ihr aus dem Hackfleisch gleich große Bällchen und legt sie in den Varoma. Unter dem Messer habt, gibt es einen ganz einfachen Trick. Ihr schaltet einfach kurz die Turbo-Taste ein. Und dann werden quasi die Reste an den Rand geschleudert und ihr könnt sie noch verarbeiten. Dann wird der Mixtopf einmal ausgespült. Auch hier braucht ihr einfach bloß etwas Wasser, sodass das Messer bedeckt ist. Ein Tropfen Spülmittel. Deckel drauf und wieder die Turbo-Taste. So, wenn der Topf sauber ist, könnt ihr ihn wieder einsetzen. Dann kommt euer Wasser in den Mixtopf. Ein Teelöffel Salz und jetzt wird das Garkörbchen eingehängt. Wenn ihr jetzt losen Reis habt, müsste das eigentlich reichen, da ich aber Beutelreis habe, ist es noch etwas wenig Wasser. Das heißt, ihr gebt da einfach nochmal so viel Wasser zu, bis euer Beutel mit dem Reis bedeckt ist. Jetzt setzt ihr den Varoma auf. Halt der Deckel auf. Setzt den Deckel drauf. Und
geht ihr auf 33 Minuten Stufe 1 Dampfgaren. Start. Die 33 Minuten sind um. Jetzt können wir den Varoma abnehmen. So, der Reis ist auch fertig. Den könnt ihr auch auf die Seite stellen. Und die Garflüssigkeit, die wird jetzt aufgefangen. Jetzt gebt ihr die 40 Gramm Butter in den Mixtopf. Macht den Deckel drauf und dann lasst ihr sie einmal bei einer Minute bei 100 Grad für eine Minute schmelzen. Dann wiegt ihr 40 Gramm Mehl dazu. Nehmt den Spatel und macht alles, was jetzt auf dem Messer oben drauf ist, etwas runter. So, und dann einmal für 120 Grad, Stufe 1 und 2 Minuten verrühren. Weiter geht's. Ihr nehmt den Deckel einmal wieder ab. Jetzt kommt eure aufgefangene Garflüssigkeit dazu. Den Teelöffel Gemüsebrühe gebt ihr dazu. Zwei Teelöffel Currypulver. Und ein Spritzer Zitronensaft. Deckel wieder drauf und 3 Minuten bei 100 Grad aufkochen. Und zu guter Letzt kommt eure Schlagsahne dazu. Die könnt ihr, oder besser gesagt, Sahne zum Kochen ist die kalorienärmste Variante. Bin ich absoluter Fan für. Die gebt ihr einmal durchs Deckelloch dazu. Braucht ihr den Deckel gar nicht abnehmen. Und dann verrührt ihr das nochmal für eine Minute. Eine Minute, Stufe 1 und bei 100 Grad. Und wenn ihr die Sahne mit drin habt und die eine Minute verrührt wurde, einfach nochmal abschmecken. Das heißt, Deckel abnehmen, einfach nochmal abschmecken. Salz, Pfeffer, irgendwas, was euch fehlt. Und dann könnt ihr schon anrichten. Ihr könnt jetzt folgendes machen. Ihr könnt natürlich die Hackbällchen in die Soße geben oder ihr gebt einfach die Hackbällchen auf einen Teller mit dem Reis und macht die Soße drüber, wie ihr gerne möchtet. Zu Dekorationszwecken habe ich mir gedacht, Petersilie kommt dazu. Also ich richte das mit Petersilie an. Und dann ist es auch schon fertig. So. Mir persönlich ist es jetzt noch etwas zu fad. Also ich würze jetzt nochmal nach. Das heißt nochmal ein Viertel Teelöffel Pfeffer, ein Viertel Teelöffel Salz und für die Schärfe einfach noch etwas Cayennepfeffer. Und nach nochmaligem Abschmecken ist es fertig, die Hackbällchen mit Currysoße und Reis. Das ist wirklich ein super, super, super leckeres Essen. Dauert gar nicht so lange, benötigt gar nicht so viele Zutaten. Und ich finde, das kann man immer mal so zwischendurch machen. Wenn es euch genauso gut schmeckt und ihr viel Spaß habt beim Nachkochen, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal.